Herzlich willkommen zu Glauben einfach. Heute erleben Sie den zweiten Teil der Serie. Wir starten nachher wieder mit einer Episode aus einem Kinofilm. Und wer den ersten Teil schon gesehen hat, der weiß, dass der deutsche Banker Niklas in New York eine Filiale geschlossen hat. Damit haben über 300 Menschen ihren Job verloren und unter ihnen ist Letizia, die zweite Hauptfigur des Films. Im Filmclip heute sehen wir ein bisschen mehr aus dem Leben der Letizia. Nach dem Filmclip wird Klaus Popper über das Thema selbstständig, unabhängig, frei nachdenken. Für die Reflexionen in der Serie haben wir uns nach New York begeben. Dort spielt ja auch der Film, aus dem wir die Ausschnitte zeigen. Gleich um die Ecke ist ein wundervolles Café. Ich bin hier wohl in etwa 2 Stunden fertig. Können Sie dann hier sein? Aber das sicher doch. Dort heute ein schwerer Tag für Sie, ja? Entschuldigung. Na, dann überstehen Sie den Tag mal gut. Aufgrund von Entwicklungen, mit denen noch vor einem Jahr niemand rechnen konnte, sind wir gezwungen, den Betrieb zu verkleinern. Und ich bedauere, dass die New Yorker Niederlassung eines der Opfer ist. Und dafür sind Sie angereist? Um uns dicht zu machen? Natürlich ist das nichts Persönliches. Ach wirklich? Erklären Sie das den 322 Angestellten in dieser Zweigstelle. Die Abfindung, von der ich gesprochen habe, beinhaltet... Hey, Sie werden uns jetzt zuhören, das schulden Sie uns! Kommen Sie runter! Es reicht jetzt! Fell away, long for your... Hallo? Ich bin's. Ich will nur kurz was abgeben. Komm rein. Was willst du denn, Dad? Tja, als ich heute aufgewacht bin, da wusste ich, dass ich dir den hier bringen will. Ich muss gleich los zur Arbeit. Ja, das weiß ich doch. Ich wollte ihn nur kurz vorbeibringen, weil sie gewollt hätte, dass du ihn bekommst. Jetzt, wo du in dein erstes eigenes Apartment einziehst. Und ich bin auch dankbar für dein Geschenk. Nur solltest du dir angewöhnen, mich anzurufen, bevor du hier vorbeischaust. Bist du sicher? Das ist nicht womöglich. Das Beste wäre, wenn du wieder nach Hause kommst. Dad! Ich weiß, dass du unabhängig sein willst. Das verstehe ich auch. Für deine Kunst brauchst du Freiraum. Danke für den Spiegel. Sehr gern. Der hat mir als Kind schon gefallen. Okay. Na dann komm. Was, jetzt schon? Kriege ich keinen Kaffee? Nee. Gar keine Waffeln? Nein. Und kein French Toast? Ein Neugeborenes lebt in ständiger Abhängigkeit. Es ist darauf angewiesen, dass die Eltern sich darum kümmern. Als kleines Kind konnte ich mir meine Bedürfnisse und Wünsche kaum erfüllen. Also was habe ich gemacht? Ich habe geweint, geschrien, gewartet,
und gehofft, dass meine Eltern mir das gaben, was ich gebraucht habe. Wenn man sich als Kind etwas wünscht, zum Beispiel ein Fahrrad, dann bekommt man es entweder zum Geburtstag, zu Weihnachten, erst im nächsten Jahr oder manchmal leider auch gar nicht. Ab einem bestimmten Alter kann man sich den Wunsch nach einem Fahrrad aber auch selbst erfüllen. Man gibt nicht mehr das gesamte Taschengeld aus, trägt Zeitungen aus, wäscht Autos von Verwandten und Nachbarn. Irgendwann hat man das gesamte Geld zusammen, geht ins Geschäft und kauft sich das Fahrrad. Oder später als Jugendlicher den Laptop oder das iPhone. Man braucht nicht mehr auf andere zu warten, man ist nicht angewiesen auf jemanden, sondern kann selbst handeln. Das sind erhabene Augenblicke. Das Leben selbst in die Hand zu nehmen, ist befreiend. Was war das für ein Gefühl der Unabhängigkeit, nachdem ich mein Studium beendet hatte und in meine erste Wohnung eingezogen war, den ersten Monaten abends von der Arbeit nach Hause zu kommen und die Tür zur eigenen Wohnung aufzuschließen. Oder in das eigene Auto einzusteigen. Oder am Monatsende das Gehalt aufs Konto überwiesen zu bekommen. Es ist in der Tat zutiefst befreiend, selbstständig zu sein. Man kann entscheiden, beeinflussen, selbst bestimmen und gesteckte Ziele erreichen. Sein Leben auf die Reihe zu bekommen, heißt die Erfahrung zu machen, hey, ich kann's schaffen, ich kann mich auf mich verlassen. Bewusstsein des eigenen Selbst entsteht. Man könnte sagen, man wird selbstbewusst. Man entdeckt aber auch, wer man ist und was man kann. Man merkt, dass man durchaus die Fähigkeit und auch die Macht hat, im Leben Dinge zu bewältigen, abzuschließen und, wenn notwendig, auch zu verändern. Wenn man will, dass etwas geschieht, dann kann man es machen. Solche Erfahrungen verleihen uns Stabilität und Stärke. Das gibt Menschen auch ein Gefühl von Freiheit, Sicherheit und Kontrolle. Es ist gut, Selbstverantwortung im Leben zu übernehmen und das Gelingen des eigenen Lebens nicht dem Zufall oder anderen zu überlassen. Es ist gut, das Geld für das Fahrrad selbst zu erarbeiten. Das nennt man wohl Erwachsenwerden. Es ist aber auch erschreckend, wenn das eigene Leben nur von einem selbst abhängt. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass man alleine nicht so viel schaffen kann. Jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß, dass ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine sich schwer alleine aus dem vierten Stock runtertragen lässt. Um Größeres zu bewältigen, braucht man andere Menschen. Ist man aber alleine, dann bleibt das, was man nicht erledigen kann, einfach liegen. Was man nicht hinbekommt, entsteht einfach nicht. Außerdem sieht und versteht der Einzelne längst nicht alles. Vieles, was mich betrifft, kann ich zum Beispiel selbst nicht wahrnehmen. Möglichkeiten, Chancen, Grenzen der eigenen Entwicklung sind einem oftmals verborgen. Man braucht den Blick der anderen. Wir brauchen andere Menschen und andere brauchen mich. Wir brauchen einander. Also doch nicht ganz unabhängig? Vor nicht allzu langer Zeit bin ich innerhalb von 3 Jahren 4-mal umgezogen. 3 der Umzüge jeweils in ein anderes Land.
Dieses Lebens- und Kontexthopping ist heute etwas Normales. Für viele heißt es immer wieder, ein weiteres Praktikum in einer neuen Firma, das nächste Volontariat in einer anderen Stadt, ein Auslandssemester, ein neuer Job, ein neuer Wohnort, ein neues Land. Beim vierten Umzug war dann meine Euphorie über die Eigenständigkeit, Unabhängigkeit und den vielen Möglichkeiten ziemlich verflogen. Ich merkte, ich war müde. Ständig auf sich selbst gestellt sein, in der Fremde oder am neuen Ort kann man sich oft nur auf sich selbst verlassen. Ist immerzu allein am Kämpfen und muss zwischen den so vielen Möglichkeiten wählen. Das erschöpft, lähmt und manchmal hat es mich auch überfordert. Am meisten Kraft und Anstrengung hat mich aber gekostet, dass ich mich ständig neu zeigen bzw. verständlich machen musste. Musste deutlich machen, wer ich bin und was ich kann, und zwar nicht nur den anderen, sondern auch mir selbst. Es war ein Leben in der wiederkehrenden Selbstbefragung. Wer bin ich? Was kann ich? Habe ich überhaupt etwas zu geben? Und wenn ja, was denn? Und ist man endlich an einem Ort oder in einer neuen Lebenssituation angekommen, dann lassen Fragen nicht lange auf sich warten. Wie Meereswellen sandige Bodenschichten abtragen, so erschüttern Fragen das Fundament unserer Entscheidungen. Bin ich überhaupt am richtigen Ort? Habe ich mich denn richtig entschieden? Wäre ein Auslandssemester woanders nicht besser gewesen? Hätte ich das Praktikum in der anderen Firma machen sollen? Wären meine Chancen im Berufsleben viel besser, wenn ich einen anderen Schwerpunkt gelegt hätte? Wäre es nicht überhaupt besser gewesen, etwas anderes zu studieren? Und wenn ich jetzt diesen Job annehme, dann sitze ich hier fest für die nächsten Jahre. Aber eigentlich will ich auch noch woanders leben, beziehungsweise noch etwas ganz anders machen. Will ich das überhaupt? Was soll ich denn tun? Was wird mich glücklich machen? Solche Fragen verunsichern zutiefst, sie rauben Kraft, Motivation und Freude. Ausgelöst durch solche Fragen überkam ich an einem Abend in meinem Studentenzimmer in Amsterdam eine tiefe Einsamkeit. Die durch die Fragen heraufbeschworene Unsicherheit über meine Entscheidungen wurde durch diese Einsamkeit zusätzlich verstärkt. Damals verstand ich, dass ich als Mensch in meinen Entscheidungen und in der Gestaltung meines Lebens einsam bin. Zutiefst einsam. Letztendlich steht jeder Mensch mit seiner Entscheidung alleine da. Mir wurde klar, dass menschlich gesehen das Leben für alle ein unbeschrittener Pfad ist. Es ist ein Weg, den jeder, soweit es sich um die letzten tiefen Erfahrungen handelt, für sich alleine geht. Unser inneres Leben teilt kein anderer Mensch völlig mit uns. An dem Abend wurde ich mir meiner Sehnsucht nach einer Sicherheit bewusst, die nicht in mir, in meinen Entscheidungen und meinen Fähigkeiten ihren letzten Grund hat. Ich wünschte mir Gewissheit. Aber der Mensch kann sich eine letzte Sicherheit nicht selbst zusprechen. Wenn, dann müsste sie von außen kommen. Das heißt, mir zugesprochen werden. Außerdem sehnte ich mich nach Führung in meinen Entscheidungen. Mir wurde klar, dass völlige Unabhängigkeit scheinbar doch nicht in die Freiheit, sondern in die Unsicherheit führt.
Manche könnten diese Sehnsucht nach Sicherheit, Führung und Gewissheit als Flucht vor der letzten Verantwortung deuten. Oder als Unfähigkeit und Unsicherheit, die Einsamkeit des menschlichen Daseins zu ertragen. Mir ging es nicht um eine fehlende Bereitschaft, der Wirklichkeit ins Auge zu schauen. Sondern an dem Abend habe ich erlebt, dass mein Herz, dass das Herz des Menschen unruhig bleibt, es sei denn, es findet Ruhe in jemandem, der uns führt und uns Sicherheit schenkt. Wir sehnen uns nach jemandem, der in den Stunden der Einsamkeit und Unsicherheit für uns da ist. Unsere Schutzbedürftigkeit und die letzte tiefe existenzielle Einsamkeit können wir nicht von Menschen gestillt bekommen. Auch wenn das in unserer Gesellschaft, in Filmen, Büchern, Zeitschriften und so weiter immer wieder behauptet wird. Das voneinander zu erwarten, heißt uns zu überfordern. Die Freundin oder der Freund, die Ehefrau oder der Ehemann, die Eltern, Freunde oder Arbeitskollegen, der Psychologe oder die Therapeutin, Film- und Musikstars vermögen viel. Sie können uns helfen, uns trösten und uns aufbauen. Aber Sicherheit in den letzten Dingen, innere und endgültige Sicherheit, können Menschen uns nicht geben. Wenn wir jene persönliche Reise antreten, auf der wir früher oder später unseren eigenen Kurs wählen und unser Geschick entscheiden müssen, sind wir auf uns selbst gestellt. Spät in der Nacht ging ich in die Küche und machte mir einen Tee. Durch das Küchenfenster betrachtete ich den Nachthimmel. Mir wurde klar, dass es mir um mehr als um Sicherheit und um Führung von außen ging. Letztendlich sehnte ich mich nach einem Leben, das nicht lediglich das Ergebnis meiner eigenen Überlegungen, Anstrengungen und Handlungen ist. Ich sehnte mich nach dem, was das Leben mir schenkt, ohne dass ich das beeinflusst hätte. Nach dem, was ich nicht selbst kreiert und erschaffen habe. Ich wollte nicht der einzige Baumeister meines Lebens sein. Ich merkte, dass nicht das, was ich mir selbst erarbeitet habe, mir die tiefste Freude gab, sondern die Dinge oder die Begegnungen, die mir das Leben ohne mein Zutun geschenkt hatte. Ich glaube, dass wir uns alle nach Begegnungen sehnen, die wir nicht geplant und kalkuliert haben, sondern uns einfach passieren. Wir sehnen uns nach Chancen und Möglichkeiten, die wir uns nicht erarbeitet haben, sondern die uns geschenkt werden. Wir sehnen uns nach Bedeutung, die wir nicht selbst gemacht haben, sondern uns von außen zugesprochen wird. Der moderne Mensch sehnt sich nach Schicksal. Wir leben in einer von Wissenschaft und Technik entzauberten Welt. Unser Leben ist immer mehr lediglich das Resultat von berechenbaren, kausalen Zusammenhängen in einem entseelten Zeit-Raum-Gefüge. Schicksal, Abenteuer und Bedeutung scheint es nur noch im Kino, Computerspielen oder Freizeitparks zu geben. Aber nicht mehr im eigenen Leben. Wir sehnen uns danach, entdeckt zu werden. Sie kennen die unzähligen Castingshows. Sie sind ein Beispiel für die Sehnsucht Tausender, jemand Besonderes zu sein. Sie alle wollen ihre Chance auf Ruhm, Ehre, Einzigartigkeit. Wir sind es leid, unsere Fahrräder ständig selbst zu erarbeiten. Unsere Sehnsucht geht aber über ein unpersönliches Schicksal hinaus. Wir wollen gesehen werden. Der Schlüsselsatz in dem Film Avatar lautet: Ich sehe dich. Wir sehnen uns danach, gesehen zu werden, das heißt, angenommen und geliebt zu werden, so wie wir sind. Wir sehnen uns nach einem guten Vater, der uns in unserer Unsicherheit und Einsamkeit unsere Entscheidungen zur Seite steht. Verantwortung übernehmen, unabhängig sein, Selbstbewusstsein aufbauen,
Sicherheit spüren ist eben doch nicht alles. Sich sein Fahrrad selbst zu erarbeiten, macht einsam. Und wir spüren die Einsamkeit und sie macht uns traurig und unglücklich. Noch an dem Abend las ich die Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Eine Passage hat mich damals besonders angesprochen. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete den Menschen. Diese Geschichte öffnete eine Tür zu einer Welt, in der Sicherheit, Führung, Hilfe, Bedeutung, Chancen und Möglichkeiten letztendlich nicht aus dem Menschen oder dem Zufall kommen, sondern von einem liebenden Gott. Diese Zeilen trafen mich damals direkt in meine Sehnsucht. Letztens sprach ich mit einem Freund über diese Gedanken. Er selbst glaubt nicht an Gott. Irgendwann machte er eine lange Pause, dachte nach und sagte schlussendlich: Weißt du, die wichtigste Frage an das Christentum wäre wohl: Hält das Christentum das, was es verspricht? Ist da wirklich ein Gott, der sich sorgt, der sich kümmert, der führt und hilft, der beschützt und liebt? Ich habe innegehalten und nichts gesagt. Später dachte ich mir, beweisen zu wollen, dass Gott da ist, wäre menschliche Anmaßung. Ihn zu erleben und zu erfahren, ist dem Menschen möglich. Es ist ein Vorrecht. Wagen Sie es. Fragen Sie nach Gott. Suchen Sie. Und Sie werden erleben, dass Ihr Herz in ihm Ruhe finden wird. Für unser Gespräch hier im Studio darf ich drei Gäste begrüßen. Klaus Popa haben wir gerade in der Reflexion gesehen. Vielen Dank, dass du so ein bisschen den Vorhang von deiner Seele weggezogen hast und uns so einen Einblick gewährt hast. Neben mir Claudia de Jong, eine Frau mit einer ziemlich abwechslungsreichen Biografie, würde ich mal sagen, die als Krankenschwester gestartet ist und dann Computer geheilt hat, bis hin zur Strategin in weltweit operierenden IT-Unternehmen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Danke. Und David Kadel. Tja, ich würde sagen, wer Profifußballer coacht und Kabarett macht und Politgrößen interviewt, der schreibt auch Bücher. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich fange mal mit Ihnen an, David. Am Schluss dessen, was wir gerade so gesehen haben, hat Klaus ja einen Freund zitiert, der ihn fragte: Hält das Christentum, was es verspricht? Hält es denn, was es verspricht? Das ist eine sehr persönliche Frage. Und da möchte ich auch persönlich darauf antworten. Es hält aus meiner Sicht auf jeden Fall, was es verspricht. Mhm. Aber ich musste da erstmal hinkommen. Ich glaube, ich habe, obwohl ich christlich erzogen bin, meine Mutter war Religionslehrerin, hatte ich trotzdem ein falsches Gottesbild. Ich habe mein Leben lang, also mein halbes Leben lang, ich bin mit 24 Jahren Christ geworden, und so dieses halbe Leben lang habe ich vor mich hingeschoben, ja, das mit Gott ist schon wichtig, aber ich traue dem Braten nicht so richtig. Ja? Weil ich hatte nämlich dieses Gottesbild, dass, klar, du gehst als Kind schon in die Kirche und du lernst die 10 Gebote und du merkst, in der Bibel sind sehr viele Regeln. Und ich hatte das Bild, wenn du mit Gott so richtig, so ganz eng gehst, dann, wir haben ja das Thema Freiheit heute, dann macht es dich eher unfrei. Weil dann, ich hatte immer so eine Panik, da musst du nach Afrika und Missionar werden. In so einer Bambushütte leben. Ja? Und dann dachte ich, nein, ich will ja frei sein. Und mein Gottesbild hat sich gewandelt, aber erst dann, als ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, die Bibel auch tatsächlich mal gelesen
und gemerkt habe, das stimmt nicht, dass Gott mich einengen will, sondern Jesus wird ja als der Retter, als der Befreier bezeichnet. Und das habe ich dann kapiert, dass er tatsächlich ein Riesenabenteuer hat für mein Leben. Und ich bin noch ganz geflasht von Klaus als Top-Schauspieler. Den müsste man eigentlich casten für Hollywood. Das war richtig gut, fand ich. Und das ist ja eigentlich, was man gesehen hat in New York. Es ist ein Abenteuer. Du gehst mit Gott und du weißt nicht, was auf dich zukommt. Aber du musst ihm natürlich trauen, zutrauen, dass er was Gutes mit dir macht. Und als ich das angefangen habe, war mein Leben wirklich ein Abenteuer. Es sind ja einige, ja, sagen wir mal, Politgrößen, die bei Ihnen so durchs Studio gelaufen sind. Und Sie sind mit berühmten Fußballern auf Du und Du. Und manche unserer Zuschauer würde sich schon glücklich schätzen, nur einem dieser mal so die Hand schütteln zu können. Mit anderen Worten, Sie haben ein bisschen Einblick in das Leben von Promis. Was treibt denn solche Leute an? Ist es Drang nach Ruhm? Ist es der Sog nach dem Geld? Ist es irgendeine innere Triebfeder, die man nicht so sieht? Was treibt solche Leute? Wahrscheinlich das, was Sie jetzt beschreiben, von allem so ein bisschen. Man will ja schon als Jugendliche heute berühmt werden. Die gehen alle zu den Castingshows, weil sie wollen entdeckt werden. Ja? Viele Menschen versprechen sich ja daraus das wahre Leben. Das muss es sein. Ich bin reich, berühmt, wie in dieser alten Sparkassenwerbung. Genau, mein Haus, mein Auto. Ne? Und ich habe aber viele Fußballprofis. Schaukelpferd. Bitte? Schaukelpferd. Ja, genau. Schaukelpferd, Boot. Ja. Und aber genau so einen habe ich kennengelernt, einen Fußballprofi, Marcelo Bordon, der war lange Jahre bei Schalke 04 Kapitän. Und er hat mir in einem Film, den ich mit ihm gemacht habe, erzählt, dass er tatsächlich eines Tages in seiner riesen Villa saß. Er war Nationalspieler und er hatte ein Traumhaus, Traumfrau, Traumpferd, Traumauto. Und trotzdem sagte er mir, David, ich saß da und habe mir überlegt, was kann ich mir denn jetzt noch kaufen? Ich habe doch eigentlich alles und trotzdem fühle ich mich irgendwie so leer. Trotzdem ist mein Herz so leer. Und wenn ich so ganz allein da sitze, wie Klaus jetzt gerade in diesen Bildern, und du guckst mal so aus dem Fenster und überlegst, was ist eigentlich mein Leben? Dann hat er festgestellt, es ist leer. Und er sagt, er hat eigentlich erst dann wirklich Freude im Leben gefunden, als ihm zwei Jungs von FC Sao Paulo damals, das ist ja wie Bayern München in Brasilien, erzählt haben, komm mal mit in den Bibelkreis, wir reden über Freude, über echte Liebe und nicht das, was du unter Liebe verstehst, jeden Monat eine andere Freundin und das, was du dir kaufen kannst, sondern wir reden über Dinge, die du dir nicht kaufen kannst. Und Marcelo Bordon sagt eben, um ihn jetzt einfach mal ins Spiel zu bringen, Fußballprofi, der für viele andere Profis steht, in dem Moment, wo ich Gott kennengelernt habe, sagt er, habe ich gemerkt, dass mein Herz auf einmal voll wurde. Das war immer leer vorher. Und ich glaube, Gott füllt unser Herz. Gott ist Liebe, heißt es in der Bibel. Ja. Wir reden also über ganz innere Dinge heute hier. Klaus, an dich mal gewandt, du hast den Film Avatar erwähnt und diesen Satz, ich sehe dich. Mhm. Warum ist es Menschen so wichtig, wahrgenommen zu werden? Ich würde sagen, weil in dem Augenblick, in dem jemand uns wahrnimmt, können wir erst eigentlich so uns zur Entfaltung bringen oder erst das, man kann sich ja selber viel zusprechen oder selber auch viel Sicherheit gewinnen, viel Erfahrung gewinnen, aber wie ich das auch so vorhin gesagt habe in meiner Reflexion, das bleibt dennoch einsam. Also all das, was man selber alleine entdeckt, alleine macht, alleine irgendwie sich anhäuft, ist denn noch, das ist dieser Moment der Einsamkeit da. Und wenn jemand sagt, ich sehe dich, dann kommt man in dieses Miteinander. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, und es geht ja über dieses Entdecktwerden hinaus, dass man das, was man jetzt so gesammelt hat als Mensch, als Einzelner, noch dem anderen schenken kann und der das dann in Freude aufnimmt und dann daraus gewinnt, dann, glaube ich, ist man am Lebenssinn angekommen. Mhm. Wobei wir da zunächst mal auf so einer ganz zwischenmenschlichen Ebene sind. Ne? Wir kommen da gleich noch mal drauf zurück. Ich würde mich gerne mal jetzt an unsere Zuschauer wenden, die mit uns jetzt hier im Saal sind. Und habe mal so drei ganz kurze Fragen. Und ich würde Sie jetzt, Sie müssen nichts sagen, Sie müssen auch nicht jetzt hierher vor die Kamera kommen, aber einfach dann sich mal melden. Und zwar habe ich folgende Frage zunächst. Wer von Ihnen ist noch nie umgezogen? Würden Sie sich einfach mal melden und sagen, hier, ich bin noch nie umgezogen. Das sieht nach wenig aus, würde ich mal so sagen. Okay, dann gehen wir mal in den nächsten Schritt. Wer von Ihnen ist fünfmal oder so umgezogen? Pi mal Daumen, mindestens fünfmal umgezogen. Sagen wir mal so, mindestens fünfmal. Halten Sie ruhig mal einen Moment oben, so schnell sind wir auch nicht. Ich muss auch ein bisschen nur gucken. Okay, ja. Okay, gut, jetzt gehen wir noch ein Schrittchen weiter. Wer ist mindestens achtmal umgezogen? Gibt echt zwei. Oh ja, sogar einer unserer Gäste.
Claudia, jawohl. Und wer von Ihnen war umgezogen? Ja. Also, was man sieht, wir haben doch die meisten von uns allerlei Lebensveränderungen schon hinter sich, aus welchen Gründen auch immer. Früher war doch klar, dass der Sohn eines Bäckermeisters dann auch wieder Bäcker wird. Das ist logisch. Und heute hat sich so viel verändert. Wir haben es in deiner Reflexion gehört und wir wissen es ja im Grunde auch. Man könnte aber doch sagen, gerade diese Vielfalt ist doch ein Segen. Klaus, was beschwerst du dich? Das ist doch toll. Und die Älteren würden sagen, ja, das hätte ich mir mal gewünscht, als ich so jung war. Was ist das Problem? Es ist eigentlich kein Problem. Es ist was Schönes. Also nicht gezwungen zu werden, ein Bäcker zu werden, wenn man keine Lust hat, jeden Morgen Semmeln zu backen, ist wirklich Gott sei Dank, dass diese Zeiten vorbei sind. Aber ich habe auch die Zeit erlebt, dass ich als Jugendlicher, ich war, weiß nicht, 19, 20, in die Berufsberatung gegangen bin und habe mir so gedacht, ja, schauen wir mal, was es so gibt, was man so werden kann. Und dann habe ich so ein Ding bekommen, 500 Seiten. Ich dachte mir, okay, ich habe keinen Rucksack dabei. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe angefangen zu lesen bei A und dann bei B, glaube ich, bin ich eingeschlafen. Und weiß nicht, ob bei Z irgendein in Beruf gekommen wäre, der interessant ist. Zahnarzt. Also, genau. Zahnarzt. Oh, ich hätte Zahnarzt werden sollen. Du hast deine Berufung verpasst. Ja, aber wirklich. Das ist die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist, dass man vor all dem dasteht und sich fragt, wo soll ich hin? Oder wo kann ich mich einbringen? Ohne etwas zu verpassen. Das ist so dieses Verpassensmoment. Vielleicht wäre ich als Zahnarzt echt besser gewesen. Ja? Und jetzt bin ich aber, was weiß ich, geworden, Anwalt. Und nein, Krise. Jetzt muss ich mein Leben lang mit irgendwelchen Richtern zu tun haben. Nichts gegen Richter. Aber das ist schon schwierig. Also diese Vielfalt wird irgendwann zu einer Bedrohung. Das ist das. Jetzt haben Sie, Claudia, ja auch eine, wie ich schon gesagt habe, sehr bewegte Lebensgeschichte hinter sich. Ist das jetzt Chance oder ist das Urteil, einfach Unglück, dass Sie von einer Station zur nächsten gewandert sind? Mögen Sie mal was dazu sagen? Das ist Geschenk. Okay. Also im Grunde genommen handeln in dem Moment und nicht stehen bleiben. Das Leben ist Freiheit. So wie du, David, vorhin gesagt hast, das Leben ist für uns Freiheit und Gott gibt uns eine Freiheit, die wir gar nicht fassen können. Die ist riesig. Und er gibt uns eine große Spielwiese und das ist diese Erde. Und er sagt nicht, du musst das machen, sondern er will, dass wir uns entfalten und dass wir wachsen, dass wir das Leben wahrnehmen und genießen. Mhm. Allerdings, ich meine, so ein Buch für Berufswahl. Die Bibel ist ja nun auch nicht gerade so viel dünner. Ist das nicht, wo Leute sich eher davor grauen und sagen, du liebe Zeit, ich nehme nicht mal das kleine, dünne Ding, was mit meinem Handy mitkommt, in die Hand, um das zu lesen, geschweige denn, dass ich so ein dickes Buch aufschlage? Ja, wahrscheinlich. Das werden auch viele machen. Habe ich auch gemacht in meinem Leben, dass mir das alles einfach zu viel war oder so trocken war. Ich meine, wir lesen, das sind Texte, die sind Jahrtausende alt. Es ist so, als würde man ja auch teilweise so in verstaubten Geschichten so blättern. Bis man aber, glaube ich, an einem Punkt kommt in seinem Leben, wo man merkt, und du hast es beschrieben, ja, ist da nicht mehr. Mhm. Also das Fahrrad zu kaufen, um in dem Bild zu bleiben, Es ist super. Aber das reicht eben nicht. Und dann fängt man an, diese Geschichten anders zu lesen. Ich glaube, es geht darauf, kommt darauf an, wie man sie liest. Und ich glaube auch, wie man das Wort Gottes versteht. Wenn man das jetzt Wort Gottes nennt, hat das so eine bedrohliche Wort Gottes. Ja? Mhm. Und ich habe eigentlich einen ganz schönen Begriff gehört vor ein paar Jahren, der heißt, das ist Gottes Liebesbrief an uns Menschen. Und welcher Mensch kriegt einen Liebesbrief und sagt, mache ich erst auf, wenn ich 70 bin. Guck ich mal. Also das heißt, es ist wirklich, wie man es den Leuten kommuniziert. Und es geht um Liebe in der Bibel, um Gottes Wort. So habe ich das zumindest verstanden. Also wenn ich einen Liebesbrief bekomme, dann lese ich natürlich das persönlich. Aha, an mich ist es gerichtet. Und ich glaube, dass man das wirklich heute in die moderne Sprache auch immer wieder neu kommunizieren muss. Was ist eigentlich die Bibel, das Wort Gottes? Ja? Es ist ein Liebesbrief. Aber nur dann wirst du diesen Liebesbrief aufmachen, wenn du auch ein Bedürfnis danach hast. Also, das stimmt. Es hängt auch sehr viel von einem ab. Man kann ja das sagen, stimmt. Das Wort ist verstaubt und ding und dunkel, eben Wort Gottes. Aber wenn du nicht willst, wenn jemand in dich verliebt ist, aber du willst nicht, dann ja. Ich gebe dir ein kurzes aktuelles Beispiel. Es gibt jetzt einen Fußballer von FC Bayern, dem ist das Haus abgebrannt
Und der wurde ins Gefängnis gesteckt. Letzte Woche erst. Und was hat er gemacht, als er im Gefängnis saß? Nach 2 Tagen hat sich eine Bibel bringen lassen. Ja? Vorher Millionär, jede Woche in den Schlagzeilen, ein Star, kann ich ein Autogramm haben? Und dann sitzt er im Gefängnis. Da ist keiner mehr, der nach dir fragt. Und was macht er? Das ist so ein Reflex von uns Menschen. Das heißt, dann Not lehrt beten. Ja. Und im Gefängnis erinnert er sich wahrscheinlich dran, Mensch, da war doch mal etwas, was mich inspiriert hat, wo ich Mut und Liebe gefunden habe und keine Ahnung, was er gelesen hat, aber es war ein guter Zug von ihm. Zuschauer haben ja auch auf unserer Webseite Dinge hinterlassen und sind auch dabei, da weiter was zu schreiben. Ich lese mal kurz was vor, nämlich auf die Frage, die wir gestellt haben, angenommen, Gott würde in Ihrem Leben eingreifen, wie sollte er Ihnen helfen? Schrieb der eine, puh, schwere Frage, denkt, das weiß er hoffentlich besser als ich, sonst wäre er nicht Gott und ich würde seine Hilfe nicht brauchen. Das ist die eine Sicht. Aber dann schrieb jemand anders, fand ich auch sehr interessant, die Vorstellung, dass Gott in unser Leben eingreift, ist unreif. Bei einer Intervention gegen unseren Willen wären wir ja eine Marionette. Bei Erfüllung unserer Wünsche wäre Gott zu einem Weihnachtsmann degradiert. Wir sind unabhängig und alles, was wir brauchen, ist schon längst da. Dieses Geschenk Gottes sehen wir nicht, weil unsere Wünsche uns den Blick trüben. Klingt für mich schon fast ein bisschen buddhistisch, alles entsagen und so fort. Claudia, wenn Gott wirklich so in unser Leben eingreift, sind wir dann nicht Marionetten? Soll ich ehrlich sein? Gib Sicher. Mir den Text, dass ich ihn mir 3-mal durchlese, damit ich dir eine Antwort geben kann. Wie ist Gott? Gott ist mein Vater. Das war das Einzige, was ich in jungen Jahren wusste. Mhm. Und diese Beziehung ist die Beziehung, die mein Leben prägt. Das heißt, wie zu einem Vater gehe ich zu ihm und sage, das finde ich cool und das finde ich dämlich. Ich hätte bitte gerne den rosa Teddybären und nicht den grünen. Und genau das tue ich. Das ist für mich meine Beziehung mit Gott und das ist Christsein. That's it. Ja, nur dass irgendwann meine Eltern mir gesagt haben, du sollst den Geschirrspüler ausräumen. Und irgendwie musst du deine Hausaufgaben machen und Staubsaugen müsste man auch mal. Und das Fahrrad in den Keller bringen, das habe ich am meisten gehasst, wenn es draußen geregnet hat. Das haben mir meine Eltern halt auch gesagt. Es ist beides. Also einerseits klar, sie sind da, um mich zu umsorgen, aber irgendwann wurde ich dann auch erwachsen. Und das aber die wollten das Beste für dich. Die wollten ja, genau. Nicht, dass du so ein Blödmann wirst, weißt du? Du hast bestimmt das Fahrrad runtergebracht. Ja, genau. Ja, ich habe es einfach runtergeworfen. Da musste ich die Treppe nicht runter. Ich glaube es dir. Klaus, die wollten das Gute für dich. Klaus, du hast hier recht. Er hat mir auch gesagt, heirate den Mann. Da wusste ich noch nicht, dass ich den Mann heiraten werde, weil der hatte der lange Haare und seine Kleidergröße war 2 Nummern größer. Und ich hätte Alex nie geheiratet, als ich ihn kennengelernt habe. Aber gut, soll ich dir was sagen? Der schaut sicher zu, das weiß ich, das hat er mir versprochen. Aber soll ich dir was sagen? 3,5 Jahre hat Gott uns Zeit gegeben, um zu entdecken, dass er der Mann ist, den er für mich gebaut hat. Er hat mir einen Mann gebaut, der das perfekte Pendant zu mir ist und der meinen impulsive Art einfach covert, der die Technik macht, der dafür sorgt, dass der Rechner tut. Das ist mein Gegenstück. Warum hat er den gebaut? Hast du gebetet dafür? Hast du gesagt, Gott, ich hätte gern sein? Ja. Weil meine Frau hatte Mama so eine Liste. Hat gebetet. Meine Frau hatte eine Liste für mich, wie ich sein soll. Und da kam ich. Ach bang, so. War ich da. Ehrlich? Ich wollte vielleicht eine Liste mal von Leuten, für die sie betet. Liste. Ich sag dir ganz ehrlich, meine Frau hatte auf der Liste sogar stehen, dass er keinen Alkohol trinkt, weil sie hatte mal schlechte Erfahrungen gemacht mit jemandem, der Alkohol trinkt. Und als ich sie kennengelernt habe, habe ich eine Alkoholallergie bekommen. Bis heute. Das ist tatsächlich so. Ja? Man sieht da so einen Spruch. Das heißt, when you pray for rain, carry an umbrella. Also musst aufpassen, wofür du betest, weil Gott sagt, ich habe alles gehört. Okay. Ich würde noch mal einen Aspekt gerne aufgreifen, der Anklang in dem, was du in der Reflexion gesagt hast. Ich fange auch wieder mal mit dem Fußballspiel an. Und zwar vor sehr kurzer Zeit habe ich ein Fußballspiel gesehen. Und da sagte der Moderator oder Kommentator, ja, die Leute hier, die sagen, dieser junge Ausnahmefußballer ist von Gott berufen, Fußballer zu sein. Das war wohl Messi, ne? Und dann habe ich so gedacht, das ist jetzt ein starker Satz. Also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dann zu sagen, der ist von Gott berufen, Fußballer zu sein. Jetzt mal auf unser Thema angewandt. Ist es denn so, dass Gott uns eine Linie gibt und sagt, dafür bist du jetzt berufen und die musst du irgendwie schaffen? Und wenn du daneben liegst, dann habe ich für dich zwar noch Plan B oder eventuell Plan C, aber rutsch mir nicht auf Plan D oder E oder sonst wohin ab. Ist das so die Richtung? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass, wie du es gesagt hast, Claudia, dass Gott
ein Vater ist. Jesus hat ja den Jüngern beigebracht, wie sie beten sollen. Vater unser, ja, mein Vater, so soll ich mit ihm reden. Und wenn ich ein guter Vater bin, dann werde ich dem Kind, natürlich ich als Fußballfan, hoffe mir, dass mein Sohn, er wird bestimmt Fußballer und ich trage ihn immer zum Training, damit er bloß auch Fußballprofi wird. Ja, und dann ist er 14 und sagt, Papa, kann ich nicht Klavier spielen? Fußball ist blöd. So, und was mache ich dann? Wenn ich ein guter Vater bin, sage ich, super. Und ich habe gedacht, der bringt mir Millionen nach Hause, der Kleine. Ne? Aber na gut, dann spiel halt Klavier. Wenn ich kein guter Vater bin, dann zwinge ich ihn zu etwas, was er nicht will. Und ich glaube, so habe ich Gott auch kennengelernt in meinem Leben, dass er eben nicht sagt, David, du musst dieses und jenes tun, sondern er gibt mir Freiheit. Und auf der anderen Seite aber merke ich, dass wenn ich ihn frage, ich komme an Kreuzungen im Leben, wo ich nicht weiß, wo geht's lang. Und da habe ich einen Vers gefunden in der Bibel, der begleitet mich viele Jahre. Das steht im Psalm 32 und da sagt Gott, ich will dich mit meinen Augen leiten, spricht der Herr. Das passt doch zu Avatar, ne? Ich sehe dich. Und ich will dir den richtigen Weg zeigen, den du gehen sollst. Psalm 32, Vers 8. Und an diesen Vers denke ich immer wieder mal, alle paar Jahre, wenn ich vor Kreuzungen stehe und sage, okay Gott, was kommt als nächstes? Weil ich wäre ja blöd, wenn ich nicht Gott frage, der weiß es, was das Beste ist für mich. Von wegen selbstständig sein. Ja, und genau. Der rät mir dann, dieses und jenes zu tun. Da muss ich natürlich auch in die Stille gehen und seine Stimme suchen. Und das hören. Bringt uns aber an ein anderes Problem. Und zwar an Folgendes. Kreuzungen, schön und gut. Und die Leute suchen an Kreuzungen nach Antworten. Greifen manchmal auch zu untauglichen Mitteln. Weiß ich, Handlinien, Laser und Wahrsagerei und sonst was für Geschichten, denken Leute, da kriege ich die Antwort, die ich brauche. Andere Christen, wir reden jetzt in diesem Rahmen, sagen, ja, da wende ich mich an Gott. Und letztendlich bleibt für mich aber dann die Frage, na Moment mal, wenn ich jetzt dort nach einer Antwort frage und dort nach einer Antwort frage, erlebe ich aber zur gleichen Zeit, dass wir alle frei sein wollen. Keiner will sich die Freiheit nehmen und irgendwo ein Stückchen später in der Reihe haben wir das ja auch als Thema. Was ist denn nun? Soll Gott nun sagen, ja, mach das, heirate den, lass den so ein Klavier spielen oder Flöte oder eben Fußball? Oder kann ich immer noch frei entscheiden? Was ist denn jetzt? Also ich würde im Grunde genommen, also jeder hat die Freiheit und ich habe erlebt, dass Gott ganz individuell mit jedem redet. Und wir, wenn wir ehrlich zu ihm sind, das auch in unserem Herzen wissen. Irgendwann gibt es einen Punkt, da weiß man, dass das so ist. So habe ich irgendwann bei Alex in der Wohnung gestanden und da war noch ein langer Weg, bis wir den heirateten. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann ich mit der Art, wie er seine Socken aufräumt, leben? Und da habe ich gesagt, ja, das kann ich und das will ich. Weil so wie er lebt, will ich das auch und lebe ich auch. Und das ist für mich Entscheidung mit Gott. Das heißt, diese Kreuzungen haben wir alle reichlich. Und es liegt dann an uns, ob wir offen sind und die Antwort, die er uns im Grunde genommen gibt, ob wir sie nehmen wollen oder ob wir sagen, ich nehme eine andere Variante. Auch das erlebt jeder. Aber ich glaube, dass da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass man den Leuten nicht sagt, Gott ist totale Freiheit, mach was du willst. Weil er hat ja nicht umsonst auch irgendwann mal gemerkt, das läuft ein bisschen aus dem Ruder mit der Menschheit, kann man ja nachlesen in der Bibel. Und da hat er Mose auf den Berg kommen lassen und gesagt, pass auf, wir brauchen mal ein paar Gebote, sonst drehen die durch. Die wissen ja auch nicht, was die mit ihrer Freiheit anfangen sollen. Das ist wie mit Kindern, du gibst so einem Vierjährigen dein iPhone und sagst, ich komme in 2 Stunden, na, viel Spaß. Ruf in China an, was weiß ich, was der macht damit. Ja? So, 10 Gebote haben wir. Gott hat ja nicht 100 Gebote für uns gegeben, sondern er hat gesagt, 10. Die Menschen sind ein bisschen gaga, die können sich eh nicht so viel merken. 10 müsste reichen. Du sollst nicht töten, ne? Du sollst am besten die Wahrheit sagen. Und vor allem, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Also allein das Gebot, hat der Jesus gesagt, hätte schon gereicht. Er ist auch mal gefragt worden, Herr, wie können wir leben? Und dann hat Jesus ja gesagt, pass auf, vergiss alle Gebote. Wenn du nur das erste hältst, dass du Gott lieben sollst, dann hast du eigentlich schon alles. Aber es ist nicht alles auch immer nur eine ethische Entscheidung, ob gut oder böse. In dem Feld des Guten sind so viele Möglichkeiten da. Ja. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass Gott uns fragt, wenn wir zu ihm sagen, was soll ich denn machen, dann sagt Gott zurück, ja, was macht dir denn Spaß? Oder was möchtest du denn machen? Solange es gut ist, kannst du es dir aussuchen. Ich kann jetzt sagen, ist Klavier jetzt besser wie Geige? Oder ist jetzt Zahnarzt besser wie IT-Fachmann?
oder wie Pastor oder Anwalt. Das heißt, im Rahmen dieses Guten ist die Freiheit riesig. Absolut. Und da verhalten wir uns manchmal auch so, dass wir sagen, am liebsten soll er eben alles sagen. Das ist natürlich sicher, das ist klar. Aber wenn jemand einem alles sagt, wird man auch nicht selbstsicher. Und das ist ja auch notwendig, um eine Persönlichkeit zu sein oder auch Würde zu haben als Mensch. Und Gott hat uns ja nicht von Anfang an orientierungslos ins Leben gelassen. Mhm. Es gab ja da immer eine Richtung schon, auch innerhalb des Guten. Ja. Und Jesus ist ja auch Fan vom Leben. Das hat er bei der Hochzeit gezeigt zu Kana. Als der Wein ausgegangen ist, hat er auch nicht gesagt, okay Leute, Pech gehabt. Sondern er hat gesagt, dann machen wir halt neuen Wein. Hat er gezeigt, er mag das Leben und uns Menschen. Ich habe jetzt hier 4 Zettel, wo ich mir Fragen drauf geschrieben hatte. Ich habe fast keine davon gebraucht. Pech gehabt. Und würde die natürlich alle gerne noch stellen. Mit anderen Worten, wir müssen ja einfach jetzt hier einen Punkt setzen und sagen, das ist spannend, das macht mir großen Spaß, mit euch hier zu sprechen. Aber unsere Zuschauer an den Veranstaltungsorten, die wollen natürlich auch gerne was sagen. Insofern erstmal herzlichen Dank an die Runde. Die Fragen, die uns hier bewegt haben, die, denke ich, sind wirklich im Leben drin. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, da auch noch etwas tiefer zu graben. Aber wir hatten uns nun mal vorgenommen, den Live-Talk hier im Studio zu straffen. Und darum nochmal meinen herzlichen Dank an Claudia, an Klaus, an David. Und auch besonders für die Offenheit und das tolle Gespräch, das wir hier hatten. In den vielen Antworten zur heutigen Umfrage fand ich folgende überraschend. Die zweite Frage lautete: Angenommen, Gott würde in Ihrem Leben eingreifen, wie sollte er helfen? Jemand antwortete folgendes: Er, also Gott, sollte es behutsam tun. Nur wenn ich ihm vorschreibe, wie er in mein Leben treten und mir helfen soll, ist er nicht mehr Gott, sondern mein Erfüllungsgehilfe. Trotzdem habe ich einen Wunsch an Gott. Ich möchte neugierig auf das Leben bleiben, keine klaren, vorgezeichneten Wege gehen müssen und mich von Gott überraschen lassen. Wo befinden Sie sich momentan in Ihrem Leben? Freuen Sie sich über Ihre gerade gewonnene Unabhängigkeit und Freiheit, über das, was Sie im Privatleben oder im Beruf erreicht haben? Stehen Sie gerade vor einem neuen Lebensabschnitt? Vielleicht ein Studium, ein neuer Job, eine Freundschaft und sind elektrisiert darüber, was Sie in der Zukunft erwarten wird? Genießen Sie es. Vielleicht ist Ihre Euphorie aber auch verflogen. Droht Ihr Leben auseinanderzubrechen und zu zerschellen? Inmitten der vielen Möglichkeiten sehnen Sie sich nach Orientierung und wünschen sich, dass jemand Ihnen unter die Arme greift? Sie festhält und Sie ermutigt? Fühlen Sie sich allein in Ihren Entscheidungen und sehnen sich nach jemandem, der Ihnen Sicherheit und Gewissheit schenkt? Auch wenn Gottes Wirken für uns Menschen ein Geheimnis bleibt, seit Jahrtausenden haben Menschen erlebt, dass Gott da ist, dass er sich sorgt, dass er hilft und beschützt. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Gott für all das Gute danken, das uns widerfährt und ihn darum bitten, dass er uns behutsam und liebevoll stützt. Wenn Sie wollen, dann können Sie dieses Gebet zu Ihrem Gebet werden lassen. Vater im Himmel, du kennst jeden Einzelnen von uns. Manche von uns sind glücklich, freudig, genießen das Leben und es geht bergauf und alles haben wir im Griff. Für andere ist das Leben eine Belastung und wir sind verunsichert und wissen nicht, wie es weitergeht, brauchen Unterstützung. Ich möchte dich
für jeden bitten, dem es gut geht, dass du ihm die Erfahrung oder ihr die Erfahrung schenkst, dass du der Geber dieses Guten in dem Leben bist. Und für alle, die leiden und die unsicher sind, Gott, schenk ihnen Kraft, Orientierung und Sicherheit. Hab Dank, dass du da bist. Amen. Amen.